Hallo, meine Lieben. Oh, shit. Fristlose Kündigung, 17.01. Ja, aber er ist bestimmt auch gemütlich zu einkuscheln. Es sind ja mehrere Decken. Würdet ihr, wenn ihr aus einer Wohnung raus müsstet, hier nächtigen, anstatt bei minus 6 Grad zu erfrieren? Das stellt doch eine besondere Härte dar, oder? Außerdem ist das Verfahren der WEG ja noch am Oberlandesgericht anhängig. Und ja, Zwangsgeld müsste die Stadt Sindelfingen ja an mich übersenden, weil ich in Mietsachen als geschäftsfähig gelte. Also ist Betreuer Keller raus, obwohl er ja rechtswidrig schon ein paar tausend Euro an die Stadt Sindelfingen gezahlt hat. Schreibt mal eure Meinung drunter. Wenn zu viel ist da gekommen, dann schalte ich die Kommentarfunktion aus. In diesem Sinne, bleibt alle stark. Kuschelt euch bei den Minustemperaturen schön ein. Habt euch lieb. Und ja, mal nur schlafen, schlafen, schlafen. Vielleicht auch nicht schlecht. Kussi.